Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier und zur WWE 2K24, wie es bei uns heißt, ECW 2K24. Wir haben alle WWE Superstars rausgeschmissen, haben sie durch ECW Originale ersetzt und schauen, was dabei rauskommt im Universum-Modus. Los geht's, viel Spaß dabei. Werfen wir einen Blick auf die heutige Matchcard. Wir haben ein 1 gegen 1 normales Match, also mit normalen Regeln, Sabu gegen Terry Funk. Die Eliminators treffen auf die Dudley Boys, da gab es in letzter Episode ja auch einen Disqualifikations-Sieg der Eliminators. Dann mal Raven gegen Tommy Dreamer, auch in einem normalen Match. Rob Van Dam gegen Cherilyn in einem Number One Contender Match, nachdem ja RVD im letzten Match oder in der letzten Episode seinen Titel an Mike Awesome verloren hat. Und im Main Event treffen Miss Congeniality Lita auf Jazz. Um den Titel geht es ja auch. Special Referee ist Dawn Marie. Los geht's, viel Spaß. Das Ganze mündet natürlich in unserem großen Pay-Per-View Anarchy Rules, der in 2 Wochen ansteht. Also wir haben jetzt noch eine Folge von der Montagshow. Wir haben noch ECW und TNT zweimal. Und dann steht der große Pay-Per-View Anarchy Rules an. Schon mal, wie es weitergeht, heißt los in die heutige Episode. Und wie immer, hier ist nichts groß geplant. Wir greifen nicht in die Matches ein. Wir versuchen unsere Matches zu gewinnen. Das war es auch schon. Alles andere ist hier komplett zufällig. Heißt, los geht's mit Sabu gegen Terry Funk in einem 1 gegen 1 normalen Match. Mal gucken, wie lange das Ganze normal bleibt. Nehmen wir hier Sabu. Das ist das Einzige. Ich wähle vorher aus, mit wem ich spielen möchte, aber jetzt und versucht zu gewinnen, aber sonst ist hier alles. Lass mal alles hinspielen, wie es läuft. Terry Funk reicht dir direkt ein. Ich attackiere die Beine von Sabu, okay. Ich kann sie ganz gut zur Wehr setzen. Aber wie gesagt, es soll ein normales Match sein. Mal gucken, wie lange es dann wirklich. Oh, der Bodyslam hier auf die Stahleinzug. Stahlrampe. Rippeln von Sabu, Reversal. Ob man den Gegner runterschmeißen kann. Irgendwas liegt da unten auch. Ich kann mich nicht wirklich wehren. Natürlich auch beide mit Titelambitionen, klar. Mike Awesome hat den Titel jetzt geholt, RVD und Cherilyn sind noch mit dem Rennen drin. Aber danach. Und natürlich auch Sabu und. Oh, hat er. Oh, so wie ein Brainbuster. Sabu und Terry Funk auch ihre Ansprüche untermauern. Ich weiß nicht, ob man sich da runterschmeißen kann. Ob man hier allgemein auch was machen kann mit den ganzen Backstage-Sachen hier. Schauen wir mal. Und ich denke, wir alle wissen, dass nichts Gutes kommt von Fighting auf der Stage. Das schaut mir jetzt so aus. Ich würde es nicht wundern, wenn das Match hier gar nicht so weit kommt, dass wir in den Ring überhaupt kommen. Ich glaube, das ist hier nur Stage, das ist hier gar nichts mit. Oh. Ach, schade. Ich glaube, es ist nur Stage. Man kann hier nicht wirklich was einsetzen, glaube ich. Eigentlich hinterm Kommentatorenpult. Das ist die Joey Styles. Breaker. Ich würde es nicht wundern, wenn die beiden es überhaupt nicht in den Ring schaffen. Natürlich selber schuld, wenn man hier auch ein normales Match zwischen den beiden ansetzt. Den Pele-Kick gab es doch damals gar nicht. Terry Funk macht zumindest Anstalten, hier Sabu Richtung Ring zu begleiten. Allerdings schaut es nicht so aus. Sabu schmeißt hier Terry Funk von der Entrance der Ramp. Ich glaube, hier ein normales Match können wir nicht erwarten. Terry Funk schon wieder da. Harter Suplex. Ja. Lieber Booker, sei es jetzt Paul Heyman oder Kevin Sullivan, wenn ihr da so ein Match ansetzt. Selber schuld. Klassischer No-Contest zwischen beiden.
Wenn man keine Sonderklauseln außer Main Event im nächsten Match John Cronos gegen Bubba Ray Dudley, jeweils begleitet von Saturn und Devon Dudley. Cronos in der letzten Episode hat sich verletzt gehabt, scheint anscheinend wieder fit zu sein. Mal gucken, was hier noch passiert. Doppelablenkung. Ich sage, ich lasse einfach ausbrennen. Ich will ja nicht. Ich nehme jetzt diesmal wirklich den Manager, glaube ich. Könnte lustig werden, wenn wir den Manager und gucken, was mit Saturn passiert, wenn wir hier spielen. Einzug überspringen jetzt mal. Den hat man schon dreimal in den vorigen Episoden. Eliminator ist bereits im Ring. Jetzt kommen auch die Dudleys hinterher. Also ich bin Perry Saturn. Ich bin außer vom Ring. Zuerst mal. Guck mal, dass ich hier mal ein bisschen was mache. Letztes Match war eben eine doppelte Disqualifikationssieg für die Eliminators, weil eben hier Bubba Ray mit einem Tisch auf John Cronos eingeschlagen hat. Jetzt hier Manager, wenn wir hier draußen sind, scheint es recht egal zu sein, was wir machen. Unser Balken füllt sich. Ich glaube, wenn der Balken komplett rot ist, dann werden wir hier der Halle verwiesen. Kommt mir zumindest vor. Also einen eigenen Mann soll nicht attackieren. Jetzt ist noch Scholz mal schon rausgeflogen. Okay, das ging jetzt aber schnell. Bin da auch nichts mehr dagegen tun, glaube ich. Also müssen jetzt hier warten, wie John Cronos alleine zurechtkommt. Ich werde das Ganze mal bis zum Finish unterbrechen. Ja, alleine konnte sich Cronos dann doch nicht durchsetzen. Das heißt, Bubba Ray trägt hier den Sieg davon. Und hier auch die Erklärung beim Match zwischen John Cronos und Bubba Ray Dudley brachte das absolute Chaos aus, als ihre Partner Perry Saturn und Devon Dudley neben dem Ring einen Streit begannen. Ja gut, gestritten habe ich nicht groß. Oder er hat nicht mit mir gestritten. Der dann im Ring endete. Okay, ihr Trash-Talk und ihre Schreie brachten das Match zum Erliegen, bis der Ringrichter wieder für Ordnung sorgen konnte. Ja gut. Dritte Episode und damit glaube ich schon das fünfte Aufeinandertreffen von Raven und Tommy Dreamer. Nämlich der KO2. Okay, guck mal, wie das Ganze ausspielt. Nehmen wieder Raven, weil Tommy Dreamer gefühlt nie gegen Raven gewonnen hat. Und gleich Ref-Bump zu Beginn. Okay, auch wieder ein wilder Brawl. Kein wirkliches Match jetzt. Ich glaube, das ist echt der Main Event, das einzige Match, was so einigermaßen normal ablaufen könnte. Das war ein Special Ref Match, aber auch da. Mal gucken, wie das Ganze ausspielt. Raven hier mit dem Stuhl. Jetzt mal auf dem Baseball. Bad, jetzt ist er mit dem Stuhl unterwegs. Harte Clothesline. Damit man das ein bisschen wehren kann. Raven zurück im Ring, der Richter kommt langsam wieder auf die Beine. Hat jetzt vielleicht mal irgendwann losgehen. Jetzt mal, letztes Mal ein Finish in einem Falls Come Anywhere Match in einem Even Flow DDT von Raven auf der Eintrittsrampe. Mal gucken, ob hier alles bei Raven und Tommy Dreamer auch wieder arg angeschlagen. Gerade durch diesen Ref Bump auch abgelenkt gewesen. Ich sehe das Blut neu. Rap macht noch keine Anstalten, das Match zu unterbrechen. Raven lässt sie nicht ab, aber wie gesagt, der Rap macht auch nichts. Aber so, jetzt kommt der Rap mal in Bewegung. Nur bis 1. Rücken von Tommy Dreamer. Raven. Man kann hier kontern. Tommy Dreamer ins Eck. Nie hinterher. Tommy Dreamer schon arg gezeigt in diesem Match. Jetzt kontert mal Tommy Dreamer seinerseits mit den Faustschlägen ins Gesicht. When it comes to this rivalry, I think we all thought cooler heads would end up prevailing, but that has absolutely not been the case. Oh yeah, Michael, right now there is nothing that can stop the collision course that these superstars are on. Sure, daneben. But that's part of this business. Not every schleicht sich von hinten an. Lift. But this is very much the opposite. Hey, you know what they say. Eric Low Blow, auch da macht der Ref wieder nix. Looks like he has his finger on the trigger now. The ref
Infolidity haben wir schon ein paar Mal gesehen, am meisten das Ende. Diesmal kommt Tommy Dreamer tatsächlich raus. Rollt sie erstmal aus dem Ring. Double Alexander Blow gegen den Ref. Dann schnappt sich wieder den Stuhl, clever gemacht eigentlich. Ref hat es immer noch nicht gesehen. Also der Ref ist tatsächlich blind. Dann werden jetzt den Stuhl ab. Seinerseits seine High Knee Lift abzubekommen. Na, Raven ist es hier egal, der. Das qualifiziert jetzt doch mal Raven. Waren doch irgendwann zu viel. Wollte eigentlich noch einen Even-Flow, die sich verpassen. Aber auch hier dieses Match endet nicht unter normalen Umständen. Disqualifikationssieg für Tommy Dreamer. Die sind jetzt Feinde. Sind schon die ganze Zeit Feinde. Ja, gut. So, damit. Noch nicht wirklich hier Matchfluss in den drei Matches, die wir hatten bisher. Heißt, weiter geht's mit dem Number One Contender Match. Rob Van Dam gegen Cherry Lynn. Ein Triple Threat Match zuletzt, wo RVD seinen Titel an Mike Awesome verloren hat. Deswegen kämpfen wir jetzt hier beide nochmal im 1 gegen 1 Match. Um die nächste Titelchance. Ich glaube, das Match wird den Sieger im Ring finden. Handshake. That was mutual respect between the competitors. Monkey Flip. RVD. Ich dachte jetzt gerade, ich spiele RVD, aber ich spiele Jerry Lynn. Für Armbar direkt. Jerry Lynn mit einer Hetze sagt, kontern. Widow's Peak. Folgt von einem Leg Drop. Ja, so was das Seil. Hier kommt der oberste Seil. Jeder nur ein Elbow Drop. Hier auch der Elbow Drop. Erster Coverversuch. Die war früh raus. Pick. Obviously known for his unorthodox style in the ring, innovative and inventive in a way that can only imagine has to be hard for his opponents to prepare for. All right, definitely. It's the monkey flip from RVD. An invention isn't always sure fire. So when you're facing off against a competitor like RVD, the best bet is to wait for that opening. Because here's the thing, RVD will eventually make a mistake. That's just his way. Dann bleibt nur die Flucht in die Ecke. Slam. Split Leg Moonsault ist schon soweit. Split Mac und Leg Moonsault von RVD. Und gefolgt von einem weiteren Springboard Moonsault. Okay, ich kann hier gerade gar nichts machen. RVD aus oberstes Seil. Wahrscheinlich geplant, den 5-Star Frog Splash zu bringen. Abgefangen von Jerry Lynn. Haymaster, okay. The usually excited RVD hit a bit of a roadblock there. Guys, we could be looking at the start of one of the all-time great sports entertainment rivalries. Way to put the cart before the horse, Cole. Sure, there's potential here. There always is, but they're not exactly having to be ripped apart from each other yet. Move deep. Ist seinerseits der Spike Pile Driver von Cherry Lynn und Rob Van Dam im eigenen Finisher geschlagen. Und Rob Van Dam greift geistesgegenwärtig mit seiner letzten Kraft ans Seil und er bricht so den 3-Count. Splash. Der Kicker von RVD. Drop. Und von einem weiteren, der Kopf von RVD schon wirklich rot. Dropkick.
electricity of this moment is coursing through his veins. Oh my God, he's got him in. Running arm breaker. That was nasty. Coming down with a leg drop. Weitere Elbowdrop soll folgen und er geht daneben. Springboard Moonsault wieder von Rob Van Dam, der andere zumindest Finisher jetzt von Jerry Lynn. Piledriver, nice Cup Piledriver. Langt das? Nein, das langt nicht. Was soll Jerry Lynn noch machen? Ist jetzt mal Zeit, ob es RVD hier auf die Füße kommt. Und das soll es doch gewesen sein. Ja, Herausforderung Nummer 1 damit auf den World Heavyweight Title von Mike Awesome, damit neuer Number One Contender Jerry Lynn. Schauen wir mal, ob das wirklich der Anfang einer Kameradschaft zwischen den beiden ist. Aber weiter geht's mit dem Main Event. Sind wir schon soweit? Wir sind im Main Event. Lita oder Miss Congeniality trifft hier auf Chaz, Special Guest Referee mit Dawn Marie. Ich glaube, Chaz ist hier der Champion. Ich könnte mal den Special Guest Referee machen. Immer Dawn Marie spielen. Den ganzen natürlich auch nochmal einen guten Twist hier im Main Event. Ein Referee-Shirt. Ach, Lita ist ja noch NXT-Champion, wie wir letztes Mal gesehen haben, genau. Ich will den Gürtel mal abnehmen. Frag mich warum, ich habe keine Ahnung. Aber hier kommt die amtierende Championess. Jazz. Es gab nie einen Damentitel in der ECW, aber ich glaube, so mit Herzform hätte er garantiert nicht ausgesehen. Ich finde das Design allerdings recht nice. Von dem her habe ich mir den mal so, habe ich das mal so übernommen. So, wir sind der Rap und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu viel erlauben, sonst würden wir hier direkt ersetzt durch einen normalen, richtigen Rev, der das Ganze auch kann. So. Und unser Balken nehme ich. Rope Break. Welcher Rope Break? Dann aufgehört, drücke unten, um den Verteidiger zu checken. Den Verteidiger zu checken. Wenn du abklopfst, wird er ohnmächtig oder während du ihn checkst. Deutsche Übersetzung, ey. Es ist auch möglich, eine Schiebung durchzuführen, frühzeitig nach der Glocke zu rufen, wenn deine Aufgabe, während des Aufgabe-Checks. Diese Aktion kostet einen Finisher vorher, dann wird mit Halten X an, Halten A angezeigt, wenn sie verfügbar ist. Okay. Canadian Backbreaker Submission. Okay, keine Aufgabe, wir haben es gecheckt, wir sind hier wirklich ein vorbildlicher Ref. Soll nur keiner von beiden anlangen, dann glaube ich, werde ich pissig. Aber 1, 2, oh. Langsam mal kaum, die Gas langsam mal das nicht. Hallo. Geht's dir noch gut? Oh, Pinsel, ich zähl schnell. The beginning of the end. Boom! Covered by the champ. Making sure to get her shoulder up after two. Und versucht schnell zu zählen. Falling victim to a suspiciously quick count. We've got to wonder if there's a motive for that quick of a count.
The champ isn't backing off, bringing the lightning and thunder with every single strike. Ooh, she hit the corner hard. Prying their opponent's arm out. Carefully measured double stomp. This is what you call high risk, high reward. Kann ich nicht weg vom Außenseil. Darfst du nicht. Möchte ich nicht. Launching. Oh, a diving cross body. Quickly into the cover. With a title on the line. One, two. Oh. Perfekter Pinfall, siehst du mal. Our official didn't show any favorites with that count. Wait a minute, I don't know who this referee thinks she is, but she better focus back on the job at hand. And she heads to the floor to think of her next move. Hallo, muss nach draußen gehen. Planted neck first. The challenger's looking shaken. Hallo, da rein. Zahle ich aus. The ref still counting, might be a count out. Quick return to the ring. Gerade nur rechtzeitig. Ey, das ist so toll. Close line. Well, that'll leave a mark. She's got the whole WWE Universe rallying behind her. Oh, sharp knee. The champion's down, the champion's down. Oh my God, we're gonna have a champion. Oh. She kicks out with authority. Ich bin so ignoriert. Oh, what a kick. Was soll ich sagen? Oh man, right to the arm. Hyper extend your elbow. In a sidewalk slam. What in the world is she doing? She's the ref. Was ist das Seil? Bringt natürlich Lita nichts, wenn sie hier durch Auszählen gewinnt. Kann man hier eigentlich wie kann man hier vom Ref-Modus zum ich greife mal einen Modus wechseln? Schauen. Ah, ringe ich den Modus aktivieren, deaktivieren. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir aktuell keinen Ref mehr. Jetzt setzen wir wieder Ref. Jetzt sind wir normal. Okay. Stunner von Dawn Marie. Neue Ringe ist unterwegs. Hau pin schnell. Ich zähl. Und damit war's das. Da attackiert Dawn Marie. Tatsächlich Lita verpasst den Stunner. War ein Fast Count. Und der Titel bleibt bei Jazz. Es gab mal einen WWE-Spieler, konnte man mit zwei Refs gleichzeitig spielen. War richtig gauli. Ja, glaube ich, hier nicht. Ringe ich der Bewertung erbärmlich. Na gut. Weiter geht's mit der nächsten Show, ECW und TNT. Da trifft Terry Funk in einem Extreme Rules Match auf Shane Douglas. Dann haben wir ein Extreme Rules Match Chris Jericho gegen Jerry Lynn, der neue Nummer 1 Herausforderer ist. Vorher macht allerdings noch Rob Van Dam von seiner Rematch-Klausel Gebrauch und fordert den neuen Champion Mike Awesome zum ersten Mal raus. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt immer so, dass wir bei der ECW und TNT nur den Main Event spielen. Die anderen beiden Sachen simulieren wir. Wobei es schon zu spät ist, glaube ich jetzt. Schon gewählt. So, jetzt simulieren wir. Auch hier wieder Zufall. Gewinnt Shane Douglas gegen Terry Funk. Zweiten Match. Jericho gegen Jerry Lynn. Gewinnt Jerry Lynn, setzt seinen Siegeszug fort. Und jetzt da kommt der Main Event. RVD möchte seinen Titel zurückholen von Mike Awesome. Extreme Rules Match Einzug immer mal aus. Können wir spielen mit Mike Awesome. Ich sage, ich wähle es random, mit wem ich das spiele, dann ist es komplett. Wenn ich gerade Bock habe. Ein Dritter mit dabei, das heißt 1 gegen 1. Alles erlaubt.
and a thunderous forearm to follow. And just an uncalled for underhanded attack. Awesome. What a barrage of stops. Through die Oberhand. Nothing fancy, just trying to deal out as much damage as possible. Na, komm, geh raus. Big forearm. Durch die RED über das oberste Seil. Er war nicht so beweglich, dass er da Sachen recycelt. Big Splash nach außen. Auf den am Boden liegenden RVD. Also mit dem Tisch her. Also die Physics von den Tischen, manchmal ein bisschen mehr gut, das haben sie noch nie in irgendeinem Spiel richtig hingekriegt. Backflip. Mal schon ein paar Mal kassiert jetzt von RVD. No disqualification stipulation. Then they need to go wrestle a different match. This is the kind of match where you need to cross the line before the opposition does. If a superstar wants the W, they need to overcome that hesitation. No telling what's underneath the ring tonight. Ich greife auch in den Ring, komme jetzt mit dem Stuhl daher. Ich muss so eine krachende Closer einstecken. The challenger is looking shaken. Oh, Mike Awesome kann seinerseits den Stuhl nutzen und einsetzen. Taking a toll. Big boot to the gut. A clubbing forearm. Uh-oh, double underhook. This is gonna be nasty. Okay. Pile driver. He's just dominating at this point. Yeah, he's found an effective form of attack. Oh, halt gegen Tisch durch. Set up powerbomb. Das ist so halb. Das wollen wir nicht. Und vorne muss natürlich trotzdem im Ring erfolgen. Aber außerhalb. Oh. These superstars are starting to get very imaginative right now. You have to think someone's looking at that stage and getting some. Aber die hier schon klar im Hintertreffen. Wenn es jetzt hier wirklich die Powerbomb gibt. Powerbomb position. Aber die kann hier kontern. Aber Power Slam außerhalb. Puh. Dieser Tisch, ey. He is delivering elbow after elbow. Kick to the gut. Ansatz zum Pedigree außerhalb, aber. Dann mach ich auch so einen Konter. Ich versuch's trotzdem nochmal mit dem Tisch. Nun muss da mal was funktionieren. Was hat jetzt hier Mike aus und vor? Liegt RVD auf den Tisch? Geht jetzt das oberste Seil? Weite Entfernung von dem Big Splash. Ja. Zu weit. Irgendwas machen jetzt damit. Bin ich einfach zu platt dazu jetzt gerade. Hallo, mach doch irgendwas. The adrenaline is pumping and the WWE Universe is on his side. Oh man! Returning to the ring now. So, halt hin. Ja, war ein richtiger Satz mit X. This could get wild. Gut. RVD just getting knocked around. Tough spot for Van Dam. Oh, nochmal. Taking his chances on a make or break moment. And I do mean break. Here come the tables. No clue. Ich glaube, das ist so, wie ich mir das vorstelle. He's thinking a steel chair is just what he needs to wreak some havoc here. Nichts mit dem Tisch machen irgendwie der Kollege hier.
Außer die am Arm rumblödeln. Ja. Ah, lassen wir das Ganze mal. Ref. Ja, genau das wollte ich mit dem RVD eigentlich machen. Genau das wollte ich mit dem RVD machen. Aber die mittlerweile sich den Stuhl geschnappt. Und sie konnte jetzt die Ablenkung um den Ref konnte jetzt hier aber die ein bisschen ausnutzen. Breaker. Ich habe eine Idee, was ich machen würde, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. So, guck mal, der Ting hier. Anzünden will ich ihn gar nicht. Ich muss aufnehmen. Und hier drüben hinstellen. Wenn das jetzt gehen würde, wäre es richtig nice. Ach, funktioniert nicht. And he's taking this to the outside now. Und noch einen Tisch, ne? Und was auf ihn ein. And of course, kendo sticks are always under the ring in the event of any rogue ninja attacks. So, naja. And he heads out of the ring. No countouts, no worries. Heading back to the ring. Champ taking the move out of the exchange. Open. Shoulderblock. Splash. Aber nur bis zwei. Oh, jetzt geben wir den Tisch hier, oder? Was wir mit dem Ding da machen können. Irgendwie sieht es richtig schlecht aus, das Match. Also, als würden irgendwie Absprachen nicht geklappt haben. Aber ist ja nur die B-Show, ne, könnte man sagen. Heildriver von RVD. Und Mike auch so ein sehr nahem Seil dran. Und hier war's. So aus rauskicken. Van Dam has been throwing everything he has at his opponent and it's still not enough. Bring out that ladder. We are in uncharted waters, ladies and gentlemen. We'll take things into the ring. The table! The table's being set on fire! Und durch den brennenden Tisch. Das war's. Mike Awesome gewinnt das Match. Gefällt der Name dann Alabama Slam. Alabama Slam durch den brennenden Tisch. Hilft. Hier Mike Awesome seinen Titel zu verteidigen. Aber ich sag, war jetzt kein gutes Match, auch wenn hier großartig angezeigt wurde. Ich fand es halt so toll. Damit sind wir für heute durch. Wir haben jetzt noch zwei Shows vor dem großen Pay-Per-View. Mal gucken, ob das auch dann so sich so ausspielt, wie wir hier sind. Wie der Rave gegen Tommy Dreamer. Mal gucken wir mal, ob das dann wirklich so bleibt, wenn wir auch dahin simulieren. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Dann sehen wir uns bald wieder mit der Denken. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.